Und wir beginnen nun mit der ersten Rednermeldung, Frau Bundesrätin Andrea Kahofer. Bitte sehr. Werte Frau Präsidentin, werte Besucher der Enquete, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die Corona-Krise hat natürlich vieles in der Sichtweise der Menschen verändert. Und natürlich ist der ländliche Raum, ist diese ländliche Kulturlandschaft plötzlich zu einem Sinnbild für Freiheit geworden. Ganz besonders in einer Zeit, in der im städtischen Bereich selbst die wenigen Grünflächen wie die Bundesgärten für die Besucher geschlossen wurden. Ja, da ist natürlich vieles neu bewertet worden. Aber ist der Trend, den man da erlebt hat in der Corona-Zeit, in der Corona-Krise, und wir sind ja noch mittendrin, sagen wir mal, wir sind inter Corona, bringt er dauerhaft mehr Wertschätzung für den ländlichen Raum? Entsteht da jetzt eine neue Solidarität zwischen Stadt und Land? Oder wird nicht manchmal mit fast Eindrücken und Bildern wie aus einem Heimatroman eine Unzufriedenheit geschürt, ein Keil in unsere Gesellschaft getrieben? Und ist die Entwicklung so nachhaltig, dass wir seitens der Politik jetzt auch bereit sind und dass die Verantwortlichen dazu bereit sind, den ländlichen Raum auch finanziell aufzurüsten? Denn wie es, ich glaube, es war der Herr Universitätsprofessor Schenner, der gemeint hat, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen kreativ sein, müssen sich etwas einfallen, dass ihre Gemeinden mit einer Unique Selling Proposition quasi versieht. Aber all das kostet. Dazu braucht man Geld und daher ein Bekenntnis. Und der ländliche Raum ist nicht nur ein Eventpark, der ländliche Raum ist ein Lebensort. Und ich kann aus Erfahrung sagen, viele junge Familien haben sich überlegt, aufs Land zu gehen in der Krise. Als jetzt wieder physisch Arbeit und Schulalltag aufgekommen ist, gehen sie wieder zurück, weil es einfach fehlt an Möglichkeiten, Ortskerne zu beleben, wie es auch die Frau Bundesminister Gewessler gesagt hat. Das funktioniert nur dann, wenn die Menschen nicht nur leben am Wochenende am Land, sondern arbeiten am Land. Sonst geht nämlich die Wertschöpfung für den ländlichen Raum verloren. Es wird dort eingekauft, wo man arbeiten geht. Es wird dort essen gegangen. Themen wie die Pflege, all das kostet die Gemeinde. Auch am Land werden die Menschen älter. Und wenn man vom Pflegeheim Neunkirchen oder aus Neunkirchen zum Beispiel im Alter in Lilienfeld in ein Pflegeheim kommt, weil einfach die Plätze nicht mehr da sind, dann kann das nicht Ziel sein. Digitalisierung. Frau Bundesrätin, ich muss Sie daran erinnern, die Redezeit bitte einzuhalten. Dankeschön, ich komme auch schon zum Ende. Infrastruktur bedeutet aber auch Finanzamt vor Ort, Post vor Ort, Bankfilialen vor Ort. All das wird im ländlichen Raum ausgehungert und sogar in Kleinstädten und Bezirkshauptstädten wie in Neunkirchen, wo man selbst kämpfen musste darum, dass ein Servicepoint vom Finanzamt einmal in der Woche betrieben wird. Da muss man auch definieren, was ist Land? Beginnt das schon bei den Kleinstädten, bei den Bezirkshauptstädten? Und Wohnen muss auch für die Landbevölkerung leistbar werden, sonst wird es kein nachhaltiges Erfolgserlebnis sein, wenn wir von der Förderung und wenn wir den ländlichen Raum als Wohnort so bewerben. Dankeschön. Vielen Dank. Sorgt Corona für eine neue Solidarität zwischen Stadt und Land oder treibt die Pandemie einen Keil in unserer Gesellschaft? Diese Frage stellt Andrea Kahofer in den Raum. Sie ist Bundesratsabgeordnete der SPÖ Steiermark.